Ja, hallöchen, liebe Zuschauer von Let'sPlays.de. Vielen, vielen Dank an die Entwickler. Das ist The Mims Beginning. Und die haben uns freundlicherweise einen Early Access Key zur Verfügung gestellt, dass wir das Spiel für euch testen können. Ich bin euer Zonky GameJ und das sind The Mims Beginning. Und wir gehen hinein in die Story des Spiels. Und da steht Prolog Kapitel 1 Tutorial. Wir haben Schiffbruch erlitten, unser Stamm hat sich im Universum verbreitet. Etwas ist schiefgelaufen, aber es spielt jetzt keine Rolle. Jetzt müssen wir überleben. Die Umgebung sieht fürs Erste freundlich genug aus. Mims Schiffkapitän. Und damit starten wir ins Spiel. Es ist so ein kleines Strategiespiel. Lasst euch einfach mal überraschen, lasst euch vom Spiel tragen. Und dann entscheiden wir, ob es toll ist oder nicht. Auf geht's. Möchten Sie zuerst das Tutorial durchgehen? Natürlich möchten wir das. Vor langer Zeit in einem weit, weit entfernten Galaxie flog ein Raumschiff, das einem unglaublich mutigen Stamm von Mims gehörte. Ach egal, kein Grund es euch zu erzählen, erlebt es selbst. Zum Fortsetzen klicken. Das sind Mimsi. Captain, wo ist dieses Teil? Und Philpa sagt... Hey du, ich kann dich sehen. Hilf uns oder verschwinde sofort. Du könntest unsere letzte Hoffnung sein. Och, das bin ich doch sehr gern. Und Philipp sagt, puh, ich dachte du wärst beleidigt. Danke, dass du zurückgekommen bist. Du wirst helfen, diese Räuberbande umzugruppieren. Unsere Sensoren zeigen an, dass es auf der Insel einen Psi-Schub gibt. Aber wir konnten die genaue Position nicht bestimmen. Irgendwelche Ideen? Ah, wir werden alle sterben. Beruhigt euch. Lasst uns etwas Bio-Pudding essen. Lasst uns nach den Teilen suchen. Ich hätte lieber Kekse. Ruhe. Als die neuen Energiejäger müsst ihr die notwendigen Teile finden, damit wir unseren Frachter nachbauen können. Wie zur Hölle bist du da hochgekommen? Beruhigt euch, im Moment kannst du uns wohl nur helfen, eine Kolonie aufzubauen. Vielleicht lernst du etwas. In der Zwischenzeit suche ich nach einem Psi-Schub. Unser Schicksal liegt in deinen Händen, Erlöser. Ich kann deine Anwesenheit spüren. Lass uns hoffen, dass du genug Energie hast, um uns zu den Gründern zu geleiten. Ah, in Ordnung. Also jetzt mal ehrlich, keine Lust auf Bio-Pudding? Ah, in Ordnung. Also mal ehrlich, keine Lust auf Bio-Pudding. Achso, hat man gerade. So, das war die Einleitung. Und jetzt geht's los. Jetzt steckst du mitten in dem Chaos und es gibt kein Entkommen. Die orangefarbenen Mims haben dich zu ihrem Gott erwählt. Oh, ich bin ein Gott. Bald schon wirst du im Turm sitzen und deine Kreaturen regieren. Um die Kamera zu drehen, bewege den Cursor zum Bildschirmrand. Das ist einfach, das kann ich. Und um die Kamera zu bewegen, verwende WASD wie üblich, also... Oder die Pfeiltasten. Und zum Zoomen Q und E. Krieg ich hin. Oder das Mausrad geht auch übrigens. Du hast uns die grundlegenden Menüs... du kannst die grundlegenden Menüs öffnen, indem du... und schließen, indem du auf ihre Symbole klickst. Da. Wie solltest du in einem Turm sitzen, wenn der nicht mal existiert? Die Zeit ist gekommen, einen Psi-Turm zu bauen. Die Reichweite deiner zukünftigen Aktion hängt von der Reichweite des Turms ab. Wähle die Position weise. Die Gebäudeanordnung beeinflusst das Entwicklungstempo deines Dorfes. Plane jetzt voraus, wenn du neue Gebäude platzierst. So, dann klicken wir auf diesen Psi-Turm. Und wir wissen überhaupt nicht, wo wir ihn errichten sollen. Aber das Spiel sagt uns, errichte den mal da, wo die Markierung ist. Machen wir doch. Wie machen wir? Errichten wir den? Mit Klick. Aber was klicken wir? Doppelklick geht nicht. Eingabe geht auch nicht. Macht dich zum Herrscher des Mimsdorfes. Ja, wollen wir ja gerade. Irgendwie können wir schon mal keinen Psi-Turm errichten. Das fängt schon mal gut an. Kann ich den woanders errichten, als der angibt? Nö. E vielleicht?
Nee. Also ich hab... Ist uns das gesagt worden, wie wir den errichten sollen? Ich habe das jetzt gar nicht mitgekriegt. Da kann man drehen. Ah, okay. Jetzt hat's geklappt. Gut. Jetzt stellen sich die Mims alle dahin. Müssen wir uns angucken. Und beten diesen Turm an. Oh, bitte, lieber Turm, werde ganz groß und wachse schnell. Man hört sie auch. Toll, jetzt hast du einen Psi-Turm und du weißt, wie die Mims befiehlst, etwas zu bauen. Der Turm absorbiert und lädt deine Psi-Energie auf. Die Psi-Energie befindet sich in der oberen Ecke des Bildschirms. Also da, das ist die Psi-Energie. Okay. Psi-Energie lädt schnell auf, wenn du den Turm mit genügend Elektrizität versorgst. Ansonsten wird die Psi-Energie langsam absorbiert. Es scheint, als wäre der Welt der Mims viel komplexer, als man denken würde. Lass uns weitermachen. Biomasse wird benötigt, um Gebäude und andere Objekte zu bauen. Aber man braucht drei Elemente für den Prozess. Gelbe Biofrüchte, erstens. Zweitens ein Entsafter, eigentlich eine große Presse, wo Mims ihre gesammelten Früchte reinwerfen. Und drittens Silo, wo die Biomasse aus dem Entsafter gelagert wird. Okay. Lass uns mit den Biofrüchten beginnen. In der Welt der Mims können Früchte in die Nähe des Stammes fallen, weggeschleudert werden oder explodieren. Zuerst musst du dir etwas anpflanzen. Um das zu tun, wähle die Biopflanze aus dem Saatmenü und pflanze sie ein. Um ehrlich zu sein, zögere nicht gleich zwei einzupflanzen. Wir können sogar drei einpflanzen, wenn du mir das sagst. Das ist das Silo. Das ist der Entsafter. Wo ist die Pflanze? Das sind meine Wächter. Da, unten ist der Pfeil. So, da ist die Pflanze. Wo pflanzen wir die hin? Ach, da wird es uns ja vorgegeben. Ah, da ist die Reichweite des Turms. Da pflanzen wir ein. Toll, jetzt noch eine. Wir klicken wieder drauf und pflanzen die, ich würde sagen, indirekte Nachbarschaft. Geht nicht? Ach, wir kriegen es vorgeschrieben. Okay, da unten dran. Deine Pflanzen wachsen gut. Jetzt kannst du ein Silo bauen. Je mehr Silos du hast, desto... Gucken wir auch mal hin, damit ihr das seht. So. Je mehr Silos du hast, desto mehr Biomasse kannst du lagern. Die Kapazität hängt von dem Entwicklungslevel ab, aber darüber reden wir später. Okay, tun wir das. So, dann bauen wir ein Silo. Das bauen wir... Wo bauen wir das hin? Wir möchten das hier hinbauen, weil wie der Entwickler uns das sagt. Und zwar genau hier hin. Den Platz muss man genau treffen, ansonsten... Ist nicht. Lass uns, Moment, dahin zoomen, damit wir den genau treffen. So, jetzt. Okay. So, die beten wieder das Silo an und auch das Silo erscheint dann natürlich, wo es sein soll. So, Kamera bewegen, geht nicht mehr. Ah, okay, wir müssen zurück mit S. So. Da seht ihr auch schon, wie die Früchte abgeworfen werden. Okay, so hast du ein Silo gebaut. Jetzt wird es Zeit, einen Entsafter zu bauen und das letzte Element, um Biomasse herstellen zu können. Es ist ein sehr wichtiges Gebäude und es wäre gut, wenn du in der Nähe deine Plantagen zu platzieren. Es mag Früchte zu, es macht Früchte zur Biokissel. Zur Biomasse. Ja, also bau einen Entsafter. Ja, wenn du mir das sagst, baue ich den. So, und den sollen wir laut Spielanleitung hier hinsetzen. Na, hier hin. So. Die kleinen Mimsis rennen wieder dahin. Und schon. Der die Bananen rumschleudert. Bauen wir unseren Entsafter. So, schön ins Bild drücken, die kleinen Mimsis. Damit ihr die auch seht, so. Toll. Sieh zu, wie die Früchte wachsen und wie die Mims sie zum Entsafter bringen. Hier werden die Erträge zur Biomasse gemacht und im Silo gelagert. Die Welt der Mims wird nicht aufhören, dich zum Staunen zu bringen. Ich bin gespannt. Na, dann schaut es euch mal an. Immer rein. Zum Fortsetzen klicken. Diese traurigen Gesichter über den Köpfen der Mims bedeuten nichts Gutes. Deine Mims sind müde und jetzt bewegen sie sich sehr langsam und machen auch alles so. Es gibt zwei Wege, damit umzugehen. Wir verraten dir davon einen. Jetzt. Du kannst deine Psi-Kraft einsetzen, um die Stärke deiner Mims wiederherzustellen. Um das zu tun, öffne das Psi-Kraft-Menü, wähle die Aufstockungskraft und verwende sie auf müde Mims. Das machen wir mal. Jetzt holen wir erstmal müde Mims. Da sind ganz viele. Da ist die Psi-Kraft und...
Schau mal an, schon sind sie wieder fleißig. Das ist schön, oder? Jede Kraft verbraucht eine bestimmte Menge von Psi-Energie. Kräfte sind in drei Kategorien unterteilt. Verteidigung, Unterstützung und Global. Wenn dein Turm höhere Level erreicht, erhältst du mehr Kräfte. Von jetzt an kannst du die Aufstockung so viel verwenden, wie du willst. Ja. Ach, die muss ich erst aufladen. Hier, die hat so einen kleinen Cooldown. Und dann können wir die Mimse wieder heilen. Wie du bestimmt schon herausgefunden hast, besteht die Welt der Mimps nicht nur aus Biomasse. Deine orangefarbenen Kreaturen benötigen auch blaue Juwelen. Wie du sie bekommst? Gute Frage. Die Antwort ist eine landwirtschaftliche Angelegenheit. Es ist nicht leicht und du wirst mehr Einzelheiten später erfahren. Vielen Dank. So. Es fliegen kleine Märkte durch die Galaxie. Dort kannst du deine Nutztiere verkaufen und im Gegenzug Juwelen erhalten. Solche Märkte werden von primitiven Rassen geleitet, die noch nicht mal die Taschenlampe entdeckt haben. Sie können uns nicht mit dem Frachter helfen. Wir können nur Juwelen von ihnen erhalten. Dann los, bau ein Energielabor. Wie wähle ich das wieder ab? Okay, wir klicken einfach hier drauf. Wo sollen wir denn das Labor hinsetzen? Schauen wir mal. Ah, hier muss Laboratia hin. Wir bauen ein Energielabor. Für unsere Mims. So, die kommen wieder beten. Da sind wieder welche unglücklich. Und geheilt. Den kleinen hier. Achso, wir haben ja Cooldown. Den heilen wir auch gleich. Das ist halt wieder alles gut. Jetzt kommt die alle beten und jetzt liegen unsere Bananas halt rum in der Gegend. Und jetzt, wo deine Mims ein biologisches Labor haben, solltest du anfangen, nach Tieren zu forschen. Lass uns für den Anfang Chono auswählen. Um das zu tun, wähle das Biolabor aus, indem du darauf klickst. Dann entdecke ein Tier Chono. Das war schon mal nichts. Das ist noch nicht ganz klar, wie ich da wieder rauskomme. Moment. Ich will Escape. Mit Escape geht immer. So. Wir klicken aufs Biolabor und wählen Chono aus. Chono erforschen kostet... Die Erforschung der neuen Spezies ist fertig. Chono, nicht wirklich schlau, nicht so stark, nicht mal schnell. Aber du kannst sie für 2 Juwelen verkaufen. Er ist das einzige Tier, was gelbe Biofrüchte liebt. Und er wächst sehr schnell. Du hast Chono entdeckt und nun kannst du ihn erschaffen. Beim Labor siehst du ein blinkendes Symbol, was bedeutet, dass kein Strom verfügbar ist. Ohne Strom kann man nicht viel machen. Auch keine Tiere erschaffen. Lass uns etwas Elektrizität erschaffen. Ja, machen wir. Dann klicken wir hier drauf am Windrad. Ah, und das stellen wir hier hin, sehe ich gerade. Ich wollte das ja auch unbedingt da hinstellen. So, jetzt müssen wir die mal wieder ein bisschen heilen hier unten. Müssen wir hier immer mal tun. Die kleinen Mimsis heilen. So, jetzt geht's zum Biolabor. Das sind schon die Nächsten, die keinen Bock mehr haben. Und ihr seht, das Labor ist immer noch ohne Energy. Aber wir sind gerade dabei, das zu ändern. So. Gucken, was wir die Freckels hier vorne erwischen. Und heilen. Oh, da sind die Nächsten gleich wieder. Das ist ja wohl... Ah, wir haben Energie. Mimsis, freut euch, wir haben Energie. Jetzt könnt ihr Chonos erforschen oder bauen oder was auch immer. Das Windrad dreht sich ziemlich schnell. Es produziert Elektrizität. Es hält uns also nichts mehr davon ab, einen Chono zu erschaffen. Erschaffe jetzt dein erstes Tier. Mach ich. Aber vorher heilen wir die nochmal. So. Und wir sollen aufs Labor klicken und auf den Chono. Dauert jetzt einen Moment. Vielleicht sieht man auch ein bisschen was davon. Ach, da kommt er. Oh Gott, wie sieht der denn aus? Ein Chono. Zum Fortsetzen klicken. Gut. Glückwunsch, du hast einen Chono erschaffen. Jedes Tier muss essen, damit es wächst. Und nur erwachsene Tiere können verkauft werden. Tiere können nach Eigenschaften definiert werden, wie Geschwindigkeit, Stärke, Schwierigkeitsgrad, Aufzucht und so weiter. Sie essen unterschiedliche Früchte, die im Biolabor angezeigt werden. Du kannst zusehen, wie dein Vogel Früchte isst, während du einen Raumhafen baust, damit du Chono zum Weltraummarkt transportieren kannst. Baue einen Raumhafen. Hier klatscht irgendwas. Ach, Chono isst.
Beziehungsweise rennt hier durch die Gegend. Mal gucken wir uns mal Chono an. Warte, das war zu weit. Da ist Chono. Und? Wird Chono die Banane essen? Ja, wird er. So, gut. Lassen wir uns nicht davon abhalten und bauen einen Raumhafen. Der ist sehr groß. Wo bauen wir den hin? Ach, wir wollen den dahin bauen, hat der Entwickler gesagt. Gut. So. Jetzt wollen schon wieder einige Mims hier geheilt werden. Machen wir auch gleich mit der Psy-Kraft. Wir sind ja sowas von lernfähig. So, stellt euch mal alle schön zusammen, damit ich euch alle erwische. Noch einen dritten dazu, genau. So, da hinten haben wir drei auf einen Streich. Die sind jetzt wieder geheilt. Beziehungsweise sind nicht mehr so traurig. Warum auch immer die traurig waren. So, stellt euch mal alle schön dahin. Ja, sehr schön. Jetzt müssen wir nur warten, bis der Cooldown wieder vorbei ist. Und dann erwischen wir hier. Oh ja, jetzt könnten wir 5 Stück erwischen. Reicht aber nicht, oder? Oder? Und die rennen schon wieder weg. Wenn du dein Tier heranzoomst, siehst du, wie es wächst, während es isst. Es bekommt Gefieder und andere Eigenschaften eines erwachsenen Chonos. Wenn er ausgewachsen ist, erscheint ein grünes Ausrufezeichen über ihm. Das bedeutet, dass du ihn für den Transport vorbereiten kannst und ihn zum Weltraummarkt schicken kannst, wo er dann geschlachtet wird und bitterböse gegessen. Wähle deinen Raumhafen aus, du kannst die Tiere auswählen, die du für in den Transporter laden willst. Du kannst Ladungen an- und ausschalten, deaktiviere die anderen Tiere und lass Chono ausgewählt. Nun klick auf Transporter beladen Schaltfläche. Erstmal wollte ich hier so heilen, die sind alle so ein bisschen geknickt. So. Schicken wir auf den Raumhafen. Klicken auf den Chono. Der ist auch schon fertig. Was jetzt? Klicken auf den Chono. Wachstum. Ach, der ist noch. Ach so, wir müssen erstmal gucken, der wächst erstmal. Aber die haben doch gesagt, wenn der grünes Ausrufezeichen hat, aber wir bauen schon inzwischen mal schon den nächsten Chono. Geht nicht. Geht auch nicht. Okay, aber ja, gut, das ist Tutorial, ne? Wir sollen ja jetzt Raumhafen. Wir haben nichts beladen, also müssen wir Raumhafen anklicken und jetzt geht's. Das ist den Pilu einladen, ein und aus. Und das ist den Flappit einladen, an und aus. Was das ist? Der Pilu ist groß und langsam und strapazierfähig. Er braucht so viele Kalorien, um zu wachsen. Er ist extrem gefräßig. Isst Früchte schwarz, violett, rot, Verkaufspreis 8 Juwelen, Geruch stark. Der Flappit ist schnell, klein und rennt gern. Er braucht wenig Kalorien, um zu wachsen. Er ist ein sehr wählerisches Tier. Und den Transporter beladen. Jetzt warte, bis der Chono ausgewachsen ist und wähle dann den Raumhafen aus. Da ist er schon. Und Chono ist eben in den Transporter gegangen. Um zu prüfen, wie viele Tiere drin sind, klick einfach auf den Transporter. Du kannst den Transporter im Raumhafen verbessern. Es ist an der Zeit, deinen ersten Juwelen zu verdienen. Schicke deinen Transporter zum Weltraummarkt. Befülle ihn zuerst mit Biomasse, das ist der Treibstoff, und schick ihn dann los, indem du auf die Transporter-Startfläche Transporter-Starten-Schaltfläche klickst. Mein Gott. So, dann machen wir das mal. Transporter anklicken. Auftanken. Das dauert jetzt einen Moment. Inzwischen können wir wieder hier Chono entschonen. So. Und Transporter starten. Und dann geht er hin. Ins Weltall. Oh nein, Chono ist so schnell groß geworden und verlässt uns jetzt. Ich hoffe, er findet eine gute Partnerin und gründet eine glückliche Familie. Hm. Der geht in Suppentopf, mein Freund. Und da kommt der nächste Mims und sagt, komm, lass uns auch mimsen, damit wir auch einen lustigen Chono produzieren können. Naja, vielleicht endet er auch in einer Suppe von Wilden, sage ich doch.
Sieg, du hast einen ganzen Tag mit dieser Gruppe ausgehalten. Ja, so schlimm war es jetzt nicht. Und damit geht's in Kapitel 2. Wir haben gesehen, wie Vögel von den Inseln in der Nähe geflohen sind. Das kann nichts Gutes bedeuten, etwas muss sie verjagt haben. Wir haben unsere Probleme mit dem Unterschlupf, wir brauchen schnell Häuser. Mims Schiffkapitän. Und wir gehen wieder das Tutorial durch. Tag 2, das Haus und der brennende Baum. So, wir sind wieder in Schonoland. Oh. Warum seid ihr so träge? Hebt eure Tentakel. Wir haben keinen Platz zum Leben. Wir brauchen ein Haus. Ne, wir haben kein Haus. Ja, ist so dasselbe. Wenn sie eins haben, brauchen sie eins. Ich habe nicht mal einen Ankleideraum. Du hast ja auch nichts an. Du hast gar keine Klamotten. Ja, sag ich doch. Ich hätte ein Mims sein können. Man nennt mich auch Mimsi. Das bedeutet nicht, dass ich kein Zuhause brauche. Nein, weil man braucht ein Zuhause wegen des Ankleideraums. Du im obdachlosen Asyl kannst dich auch ankleiden. Gehst in Läuseraum? Nein, das... Nein. Das sagt man nicht. Nein. Okay, die Mims haben recht. Du musst ihnen ein Haus bauen. Es wäre schön, wenn es mehr Platz auf dieser Insel gäbe. Aber überall sind Bäume. Feuer ist ein mächtiges Element, um die Flora der Insel zu zerstören. Kleine Feuer entzünden oder Gegnern Schaden zuzufügen. Sei vorsichtig, dass du nicht deine eigenen Kreaturen verbrennst. Mims respektieren das Leben und die Energie von Pflanzen. Daher fällt ihnen die Zerstörung von Pflanzen nicht leicht, ist aber manchmal unvermeidbar. Schaffe etwas Platz und zerstöre die markierten Bäume mit der Flammenringkraft. Machen wir doch. Mimsi, geh mal weg. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen was abfackeln hier. Oh, da haben wir einen erwischt. Den brennt der Arsch. Den müssen wir schnell entmimsen. Moment. Oh, jetzt ist er wieder heil. Wir können uns ja keine Verluste hier leisten. So, nächste Ring. Geht ihr mal alle weg. Und abfackeln. Okay. Wie du siehst, ist Feuer ein mächtiges Element. Der Baum ist verschwunden und jetzt haben wir mehr Platz, um ein Haus zu bauen. Die Mims müssen wohl an Schlaflosigkeit leiden. Sie bauen nachts weitere Gebäude. Achso, die machen durch. Die Mims haben recht, du musst ihnen ein Haus bauen. Mims mit Psi-Kraft aufzuladen dauert lang und ist nicht sehr effektiv. Sobald du ein Haus gebaut hast, gehen die Mims automatisch dort rein, wenn sie müde sind. Sie regenerieren ihre Energie und Gesundheit und machen sich wieder an die Arbeit. Ja, das ist doch wahrscheinlich der zweite Weg, sie zum Regeneration zu bringen. So, dann bauen wir das Haus mal. So, Mimsis, geht mal bitte alle dahin. Da, hier so, beten und so. Da seht ihr mal so richtig schön den Entsafter, wie der aussieht. Da kommt die nächste Banane und Matschi. Haben wir denn überhaupt einen Chono? Kann ich jetzt einen Chono machen? Moment. Wir brauchen ja wieder Juwelen. Gleich. Oh, ich bin schon richtig drin. So. Frucht untersuchen. Chono erforschen. Wie stellen wir denn? Wir müssen auch Chono herstellen. Wir brauchen ihn nicht erforschen. Den gibt es ja schon. Ne, geht alles nicht. Ist Tutorial. So. Das Haus ist fertig, die Mims werden sich freuen und sofort hier hineingehen. Denkt daran, Häuser funktionieren nicht ohne Elektrizität. Pflanze mehr Biopflanzen an, um die Produktion von Biomasse zu erhöhen. Machen wir doch. Wo hätten sie es gern? Ach, hier vorne hätten sie es gern. Sollen sie haben. Pflanze doch einen Setzling ein. Wo hätten sie es gern? Na, wo, da, okay. Machen wir auch. Attract, okay, hoppala. Ich habe vergessen, etwas Wichtiges zu erwähnen. Ach, ist ja nicht schlimm, ist ja nur ein Tutorial. Deine Kolonie riecht buchstäblich. Bitte? Sie können Tiere anlocken, aber nicht unbedingt freundlich Gesinnte. Oben im Bildschirm siehst du das Geruchometer. Stinkometer. Mit zwei Anzeigen. Erstens, Geruch von Früchten lockt Ungeziefer an. Und zweitens, Geruch von Lebewesen lockt Angreifer ein. Jetzt kommt bestimmt irgendein böser Angreifer. Die Fruchtgeruchsanzeige auf deiner Insel ist gefährlich hoch. Je nachdem, wie stark der Geruch ist, lockt das Ungeziefer und Angreifer aus verschiedenen Entfernungen an. Du erhältst Informationen über deine Insel, indem du auf die Schaltfläche oben links im Bildschirm klickst. Oh, da. Fruchtgeruch. Kreaturengeruch. Und starker Wind.
Guck mal da, da sind sie schon. Katurus, neue Ungezieferart entdeckt. Es ist eine langsame und unersättliche Kreatur. Sie frisst jede Frucht, die sie findet. Viele Katurus sind in der Lage, all deine Früchte zu fressen. Es reist in Kokons von einer Insel zur nächsten. Können wir denn nicht Feuer unterm Arsch machen? Ne, dürfen wir nicht. Eine psionische Explosion müssen wir machen. Oh. Na, dann machen wir mal eine psionische Explosion. Aber die sind ja gerade so ein bisschen im, bei meinen Mims und so. Mims, geht mal weg. Ich muss eine psionische Explosion machen. Ein einzelner Katurus ist keine Tragödie, aber es kann nervig sein. Sie stoßen auch einen Geruch aus, der andere viel gefährliche Tiere anlockt. Du kannst sie loswerden, indem du einen Flammenring oder psionische Explosion verwendest. Dann Fackeln... Fortsetzen, Entschuldigung. Dann fackeln wir die Dinger doch ab. Ja, fortsetzen. Ich hoffe, ich fackel das Haus nicht mit ab. Die hauen aber aus dem Flammenring ab. Und? Überlebt das? Ja. Gut, dann müssen wir hier so eine kleine bionische Explosion. Oh, da haben wir einen Mims mit erwischt. Aber kein Thema, dich heilen wir gleich, Freund. Es geht ja nur darum, diese komischen Raupen loszuwerden. Das ist die nächste. Die wollte ich eigentlich nicht heilen, sondern wegschießen. Bam. Geht das nochmal? Und weg damit. Niemand weiß, was schiefgelaufen ist, als die Schiffskatastrophe der Mims passierte. Aber es waren tausende Mims an Bord. Viele hatten nicht das Glück, auf einer Insel zu landen und schwirren nun in Energieblasen durchs Weltall. Ach, wie süß. Das erinnert mich an Hallo Alf, hier ist Rhonda. Mit dem Sea-Turm kannst du eine Kapsel losschicken, um neue Mims zu retten. Aber es benötigt viele Ressourcen, um das zu tun. Wähle den Sea-Turm und rette einen Mims. Dann wollen wir das mal tun. Da ist der Turm. Und wir retten einen Mims. Zum Fortsetzen klicken. Da ist er. Da kam er runter. Noch eine wichtige Sache. Wenn du ein Gebäude an einem falschen Ort platzierst, kannst du es abreißen. Um das zu tun, wähle das Gebäude aus und klicke auf die Abreißen-Schaltfläche. Sei aber vorsichtig, ahnungslose Mims in der Nähe können dadurch Schaden erleiden oder getötet werden. Und wir sollen hier, Onkel Silo abreißen. Weg ist es. Du kannst dir deine Ziele ansehen, indem du auf die Schaltfläche oben im Bildschirm klickst. Baue einen Unterschlupf, einen neuen Unterschlupf für die Mims, werde die Katurus los. Okay. Jetzt hast du alle Grundlagen der Mims-Welt. Gratulation. Wer bist du? Du bist der nächste Präsident. Okay, schön. Gut, also, wir müssen einen neuen Unterschlupf für die Mims bauen. Da geht aber schon weiter. Lasst uns von hier verschwinden. Das Teil, das wir suchen, ist hier nicht. Gehen die jetzt weg? Wartet auf mich. Jetzt haben sie den einen da gelassen. Oh nein, was war das? Ist hier jemand? Oh, was ist denn da unten? Ach du Heilige! Ein Kotzwurm. Okay. Du siehst gar nicht gut aus, Freund. Das war das zweite Tutorial und hier kommt wahrscheinlich das dritte. Gebete zu den Göttern. Ich bin hier mit einer Gruppe Arbeitern. Wir glauben, es fand eine Bestrafung statt. Eine Bestrafung für den Stolz und die Gier unserer Anführer. Unsere einzige Hoffnung ist es, die göttliche Energie zu besänftigen. Mims. Dann schauen wir uns das auch mal an. Hier ist alles so friedlich. Alles hat seinen Platz, seine Energie. Was alles zu einer Energie macht. Obwohl sie viel wussten, haben sie nichts verstanden. Tod und Zerstörung ist alles, was von unserem Zuhause geblieben ist. Dank ihrer Gier. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Was für ein Mimsokrates wir hier haben. Leider hört niemand auf unsere gewöhnlichen Arbeiter. Mir gefällt die Situation auch nicht. Aber ich habe eine Idee. Lasst uns eine Früchtefest mal für die göttliche Energie arrangieren. Das wird unsere Probleme vernichten. Die Stimmen von gewöhnlichen Mims, selbst von den hellsten Köpfen, wurden nie gehört. Vielleicht erhörst du sie. Wer weiß, vielleicht vertrauen sie dir dann voll und ganz. Die Götter wachen über die Welt der Mims und Mims würdigen sie. Es ist eine uralte kosmische Energie, die das Glück aller Kreaturen beeinflusst. Mims verwenden diese durch den Turm und du kontrollierst diesen Turm. Also kontrollierst du im Grunde die göttliche Energie. Damit die Mims und damit bist du Mr. President.
Die Mimps sind gewöhnliche Farmer, die ihre Götter um Hilfe bitten möchten, indem sie ein Festmahl zu ihren Ehren organisieren. Hilf ihnen, Biomasse zu sammeln und ein paar Chono-Kreaturen zu vernichten. Hilfreicher Tipp, in der oberen Ecke sind Schaltflächen, um die Spielgeschwindigkeit anzupassen. Du kannst sie zum Beispiel nutzen, um schneller Biomasse zu sammeln, aber denk daran, dass dann schneller Gefahren auftauchen, das Spiel also schwieriger machen. Gut, dann machen wir jetzt erstmal hier Action, indem wir hier erstmal diese kleinen... Ach, können wir gar nicht. Wir können auch gar nichts machen. Wir müssen erstmal einen Psi-Turm bauen, um überhaupt ein Gebiet erforschen zu können. Okay, dann müssen wir uns mal das Ding von oben angucken. So, ein Stück rauszoomen. Wo wir den Psi-Turm... Ach nee, was ist denn das? Das ist ein Silo. Da steht schon mal ein Silo. Okay, dann brauchen wir einen Psi-Turm. Ein Safter, Psi-Turm. Da ist er. Und den müssen wir jetzt so strategisch günstig platzieren. Ich versuche es mal hier oben. So. Dass wir... da kommen die Mims. Dass wir so viel wie möglich von dem Gebiet mitnehmen können. Und zur Not müssen wir ein paar Bäume abfackeln. Ist ja nicht schlimm. So, dann müssen wir Pflanzen einpflanzen. Das geht im Moment nicht. Warum geht das nicht? Weil wir keinen Psi-Turm haben. Wahrscheinlich nicht. Gut, müssen wir halt einen Moment warten. Und jetzt im Prinzip die Kenntnisse aus dem Tutorial anwenden. Da seht ihr, wie die Mims da hinlaufen. Zu ihrem betenden Gang und ihren heiligen Psi-Turm beschwören. Wir haben auch sehr viele Chonos. Die haben ja auch schon einige Pflanzen, die hier lustig Bananen schmeißen. Aber das nützt uns relativ wenig, weil wir haben ja Ungeziefer hier sitzen. Nämlich diese Chu-Chu-Chu-Chu-Chu-Chus oder wie die geheißen. Ist aber egal. So, Psi-Turm steht und hat keine Energie. Das heißt, wir brauchen ein Silo. Einen Entsafter brauchen wir auch. Und ein Windrad brauchen wir. Brauchen wir gerade nicht. Wir brauchen erstmal einen Entsafter. Da hier die Pflanzen sind, bauen wir den auch hier hin. Kommt Mimsi, gibt Gas, gibt viel zu tun. Wir sehen ja auch hier in den Aufgaben, was wir machen. Ach ne, das sind die Geruchsentwicklungen. Oben rechts waren doch irgendwo die Aufgaben. War doch hier. Ziele, genau. Sammelt Biomasse, damit die Mims ein Nektarfest mal für die Götter vorbereiten können. Beweise, dass du ein guter Anführer bist, erschaffe Chono-Kreationen, zieh sie auf und lade sie in den Raumhafen. Gut. Und dann gucken wir mal, was wir für ein guter Mimser sind. Wie sie sich vermehren, wissen wir immer noch nicht. Neue Psi-Kräfte, plötzlicher Ausbruch, erhöht die Geschwindigkeit der ausgewählten Einheiten. Ist nützlich, um deine Mims und Tiere zu beschleunigen, damit sie schneller Früchte bekommen. Du kannst auch Wächter beschleunigen, um ihnen zu helfen, Feinde einzufangen. Wächter beschleunigen, hört sich gut an. Steht aber nicht im Zielen drin. So, wir haben jetzt erstmal einen Entsafter gebaut und jetzt haben wir Silo haben wir hier. Okay, solche Pflanzen können nie schaden, deswegen bauen wir auch noch ein paar. Oh, rund um den Turm. Und jetzt werden wir uns erstmal um diese Chono-Seuche kümmern hier. Dafür brauchen wir Psi-Energie. Okay, dafür brauchen wir ein Windrad, weil wir ja immer noch kein Energie haben. Dafür brauchen wir Biomasse. Okay, 70 von 150. Und 150 kostet uns das. Das heißt, wir machen jetzt einen kleinen Wettlauf mit diesen komischen Kreaturis. Was macht unser Silo? Ist noch da. Wir haben hier. Wir können. Und Katsching! Der ist gut geflogen. Zumindest erstmal außer Reichweite von unseren Biofrüchten. Er kommt aber schon wieder. 140, gleich kann man Silo bauen. Komm mal ein Stück an den Rand, dann können wir dich vielleicht von der Insel kicken. Komm. Ah, wird knapp. Jetzt kommt auch noch Mims dahin. Okay, warten wir erstmal ab. Wobei. Beschleunigt das Ziel 55%. Gucken, was ist passiert. Süß, kleine Mims. Ach, die treten die Mims in den Arsch, damit die schneller arbeiten. Ist ja cool. So, dann können wir jetzt ein Windrad bauen.
Und ich würde sagen, so weit wie möglich nach hinten, damit es uns am wenigsten stört. So, Entsafter haben wir. Wir haben Mimshaus brauchen wir noch, damit dieses ein bisschen zur Ruhe kommen können. Die Pflanzen sind da, der Entsafter ist da, dann bauen wir das Haus hier drüben hin. Wenn wir es denn können. Noch ein paar Pflanzen. So, Hofrichtung da. Und da ist wieder so eine Kreaturi. Können wir aber noch nichts machen. Was haben wir denn hier? Was sagen die Ziele? Sammel Biomasse, damit die Mimps ein Festmahl vorbereiten können. Ja, wir sind ja gut dabei. Ach, die Mimps sind... Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert, wo meine ganzen Mimps sind. Aber die sind halt da hinten. Und bereiten sich auf den aufs heilige Windrad vor. So. Ja, das Windrad trägt ganz gut. Zitron hat Energie. Okay, alles klar, wir haben Ziehkraft. Damit können wir hier Chono verschonen. Bam. Okay. Wir brauchen noch mehr Kraft davon. Damit die schön Biomasse sammeln können. Heile ich jetzt den Chono mit? Ich hoffe nicht. So. Komm, kleiner Chono. Das ist ja gar kein Chono. Apropos Chono, wir brauchen Biolabor, fällt mir gerade ein. Können wir aber noch nicht bauen. Dazu brauchen wir mehr Biomasse. Gut, dann schauen wir mal, was wir machen können. Wir können wieder eine Raupe vernichten. Es stehen aber die Mimps da. Was nicht gut wäre. Jetzt sind sie, glaube ich, weg. Na, warte, der rennt da noch am Weg rum. Ja, komm. Und wenn ihr Fragen zu dem Spiel habt, schreibt ruhig mal in die Kommentare. Und wenn ihr auch Fragen habt, die ich nicht beantworten kann, ich habe eine Möglichkeit, die Entwickler bzw. ja, die Entwickler vom Spiel zu fragen. Wichtig bei dem Ganzen ist, dass es immer noch eine Early Access ist. Das heißt, es ist alles noch in der Beta-Fassung. Es gab halt erst wieder ein Update. Es macht sehr viel Spaß. Es ist ein Strategiespiel, muss ich sagen. Und ist mal was anderes. Es ist auch lustig von der Grafik her. Kleine Mimsen zu heilen. So, jetzt haben wir wieder 150. Jetzt können wir ein Biolabor errichten. Wo errichten wir das? Unser Psi-Turm geht nur bis hierher. Oh, jetzt haben wir schon besenkte Raummöglichkeiten. Okay, das bedeutet, wir müssen ein bisschen fackeln. Fackeln können wir auch nicht. Können wir denn die Reichweite von unserem Turm erhöhen? Nö, aber wir können Mims zurückholen. Okay. So, wir müssen Biolabor errichten. Frage ist, wo kann man das bauen? Das muss ja innerhalb dieser mimsischen Gegend hier sein. Geht das hier überhaupt? Nee. Ist schon scheiße geplant. So, jetzt können wir aber Feuer machen. Können hier mal ein paar Bäume abholzen. Wobei ich sagen muss, dann nehmen wir die hier oben, dann fackeln wir die Raupen gleich mit ab. So. Und noch einmal. Vorsicht. Der war aber schnell weg. So. Reicht das schon fürs Biolabor? Wir müssen mal gucken. Ja, steht immer noch stumpf. Ich sehe es gar nicht so einfach. Man muss das auch strategisch günstig platzieren. Das gucken wir mal, unser Biolabor hier hinkriegen. Ja, ja, wenn der Baum weg ist, kriegen wir es hin. Also es muss komplett irgendwo hinpassen. Wir können es auch drehen. Nee. Boah. Das wird eine Millimeterarbeit. Da passt hin. Nee, nicht ganz. Da muss ein Baum weg. Okay. Dann müssen wir den hier auch noch abfackeln. Geht ihr da weg? Böser Mims. Psst. Geh weg. Weit weg, weg. Und... abfackeln. Okay, da müssen wir nochmal ran. Und... sind die aus dem Dunstkreis raus? Ja, abfackeln. So. Weg ist er. Jetzt können wir unser Biolabor bauen, hoffe ich.
nochmal drehen. Nee. Da steht auch noch ein Bäumchen. Okay, also nochmal abfackeln da hinten. Dann dürfte es aber wirklich gehen. So, jetzt geht doch mal weg, ihr Bösen. Oh, die Raupen werden auch immer mehr. So. Jetzt ist da hinten Kahlschlag. Das reicht fürs Biolabor. Okay. Gut. Inzwischen müssen wir mal hier so ein bisschen bei diesen Raupen aufräumen. Ich glaube, die werden uns ein bisschen überdrüssig hier. Ja, das waren ein paar weg. Haben sie überlebt, ein paar sind weg. Wir müssen wieder Biomasse sammeln. Was sagt denn unser Silo? Ist es voll? Nö. Weil dann kann man nämlich hier die Kapazität vom Silo erweitern. So, wir machen erstmal nochmal eine Heilaktion bei die Chono, für die Mims. Und heilen alle auf einen Schlag, sehr gut. Okay. Müssen warten, bis das Biolabor fertig ist, dann können wir wieder hier Raupen abfackeln. Das Problem ist natürlich, dass uns diese Raupen die Biomasse wegnehmen. Jetzt habe ich sie noch dahin gebracht und damit auch uns an der weiteren Entwicklung hindern. So, da ist wieder eine Raupe. Komm, hol dir die Banane. Jawohl. Geh dahin, geh dahin, geh dahin. Jetzt fehlt mir die Biomasse. Aber die Mims arbeiten schon wieder. Und jetzt könnte ich den nämlich von der Insel kicken, wenn wir schnell sind. Aber sieht nicht so aus. Die Mims sammeln fleißig. Ne. Okay. Ah, da oben ist nochmal eine ganze Horde von diesen Raupen. Konnten wir nicht auch einen Mims irgendwie zum Wächter bestimmen? Charakteranatomie. Was passiert denn da? An, aus. An. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, da hinten reinzukloppen. Und tschüss. Ne, noch nicht. Aber es lädt schnell auf und komm, 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 bevor die Mims kommen. Ne. Gut, dann kriegen die Mims als nächstes ein Haus. Dafür brauchen wir 200 Biomasse. 150 haben wir nur. Das heißt, unser Silo ist zu klein. Das rüsten wir erstmal auf. Das kostet uns zwar ein bisschen was, aber das ist jetzt erstmal egal. Da hinten sind die Rauben. Die kicken wir erstmal wieder ins Nirgendwo. Und dann werden wir den Mims ein Haus bauen. Was sagen die Ziele? 90 von 350 haben wir und Chonos brauchen wir. Genau, wir müssen Chonos erforschen, deswegen müssen wir hier aufs Labor Frucht untersuchen. Okay. Muss ich jetzt noch eine Frucht auswählen? Nö. Okay, dann hoffen wir mal. Ah, der Chono ist langsam. Mit 150 können wir den ersten bauen. Da hinten müssen wir echt nochmal reinknüppeln. Das sind so viele von diesen blöden Raupen. Die sind also in Mims-Nähe. So. Schaffen wir nochmal eine Aktion. Ja. Raupen ein bisschen quälen, dass die einen Arsch hoch machen. So. 200 haben wir, das heißt, die Mims kriegen ihre Hütte. Dazu müssen wir schon wieder Biomasse vernichten. Oder nö, das können wir hier hinbauen. Ne, können wir nicht. Dazu müssten wir den... Ah, aber Moment mal. Vielleicht können wir die Reichweite unseres Psi-Turms erhöhen. Können wir wohl, ja. Das machen wir jetzt auch erstmal, damit die Hütte... Ihr seht, das ist alles ein bisschen voneinander abhängig. Wenn man da nicht aufpasst, passiert das und so weiter und so fort. Da ist eine dahingeschieden, eine Raupe, sehr schön. Ja, ja, ihr kriegt euer Haus. Ist alles in Arbeit, ich bin dran. Was machen die Chonos? Die brauchen 150, da müssen wir auch noch ein bisschen warten. Okay. Vielleicht können wir den Mims nochmal Beine machen. War das jetzt ein Chono? Nee.
140, Moment. Fortsetzen. Normalerweise müssen wir dann schon umbauen können. 150. Wir haben doch 100. Ach, wir haben 140. Jetzt. Jetzt haben wir einen Schono. Okay, dann werden wir da hinten nochmal in die Raupen reinkloppen oder hier vorne. Aber leben immer noch. Die sind schon sehr widerstandsfähig. Jetzt haben wir wieder eine getötet, okay. Aber wir haben schon wieder 100 Biomasse und die Mims sind weiter lustig am Arbeiten. Halten wir die nochmal. Und unser Turm... Ah, unser Turm. Unser Turmreichweite ist erhöht worden, glaube ich mal. Genau. Das heißt, wir können hier unser Haus für die Mims hinsetzen. Damit können die sich wieder regenerieren. Damit sieht das Ganze wieder ein bisschen besser aus. Und da kam die nächste Raupe. Schön. Ich habe schon eh genug zu tun mit dieser Raupenplage. Aber warte mal, jetzt sind dieses Ekratrohr da hinten. Können wir die gleich mal kicken. Und im selben Zug können wir nämlich auch unsere... Ah, das wieder. Unsere Mims heilen, wenn die alle hier sind. So, Freunde. Also wenn man da einmal drin ist, es macht wirklich wahnsinnig Spaß, muss man sagen. Also es wird jetzt aber allzu lange dauern, diese ganzen Missionsziele zu erreichen. Biomasse haben wir gesammelt, 10 von 350. Und ihr wisst dabei auf jeden Fall, in welche Richtung es geht. Ich würde sagen, für alle Strategenfreunde unter euch ist ein sehr schönes Spiel mit sehr, sehr viel Potenzial. Und ich denke, da wird auch noch eine ganze Menge dazu kommen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr ganz besondere Wünsche habt, welches Spiel wir mal antesten sollen, ich kann euch gleich sagen, schreibt nicht rein GTA 5, an GTA 5 sind wir bereits dran. Wir sind bereits mit Rockstar in Verhandlungen, ob wir ein Key für GTA 5 kriegen, kann ich noch nicht sagen. Ich hoffe es aber, dass wir die PC-Version euch hier auch vorstellen können. Ansonsten, wie gesagt, schreibt in die Kommentare meine Empfehlung für die Mims, für Strategen, auf jeden Fall ein Grund zum Kaufen. Ja, ansonsten sage ich, wenn ihr wollt, dass wir ein Let's Play davon machen oder dass ein Let's Play davon gemacht wird, schreibt mir das auch in die Kommentare, kann ich dann auf meinem Kanal machen, wenn ihr wollt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns wieder beim nächsten Spielerausch oder einem unserer Podcasts. Ihr braucht übrigens das Haus Energie. Ich bin euer Sonky GameJay, sagt Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, cheerio und bye bye.